Und wenn wir über Bridal Beauty sprechen, dann sprechen wir auch über Schönheit beim Bräutigam. Und für viele, viele Paare geht schon Monate vor der Hochzeit ein Programm los. Und das ist das Sportprogramm, denn zeigt mir das Paar, was nicht an seinem Hochzeitstag besonders hübsch aussehen möchte. Und weil das so ist, sind wir heute nach Dortmund gefahren und treffen Tobias Schwart. Tobias ist Personal Trainer und wird heute mit uns mal ein bisschen über Trainingsprogramme und all das reden, was euch noch schöner machen soll. Hallo Tobias. Hi, schön, dass ihr da seid. Tobias, Trainingsprogramme für Bräute und Bräutigame, unterscheiden die sich von anderen Trainings? Prinzipiell nicht. Ein Unterschied, den wir natürlich haben, ist, dass wir ein festes Zieldatum haben. Das ist etwas, was häufig die Trainierenden dann eher nicht haben. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall uns irgendwie durch diesen Fixtermin ja bestimmte Ziele setzen, die wir bis dahin erreicht haben sollen. Aber ansonsten können wir sagen, das Training sollte schon ähnlich aussehen wie auch bei anderen. Ja, wann ist so der beste Zeitpunkt, um vor einer Hochzeit anzufangen? Sobald man weiß, dass wir ein Datum haben, das heißt, am besten jetzt. Spätestens würde ich sagen, 4 Wochen vor der Hochzeit sollte es auf jeden Fall losgehen, damit man auf jeden Fall noch genug Puffer hat, damit man auch tatsächlich sichtbare Resultate erzielen kann. 4 Wochen vor der Hochzeit bedeutet dann auch täglich? Also ich würde sagen, wenn ich nur noch 4 Wochen habe, dann würde ich sagen, mindestens 3-mal die Woche. Okay. Mehr wird da wahrscheinlich auch nicht verkehrt sein. Je länger ich Zeit habe, desto weniger häufig muss das Ganze natürlich stattfinden. Aber generell würde ich sagen, mindestens 2-mal die Woche. Je näher das Ziel rückt und je weniger Zeit ich habe, ja, desto höher, häufiger sollte das Ganze stattfinden. Wie lang sind die Trainings dann bei dir? Ich mache in der Regel meistens 60 Minuten. Allerdings mache ich auch einzelne Einheiten, wo ich zum Beispiel wirklich 30 Minuten einfach nur kurz und knackig mache. Das hängt natürlich auch so ein bisschen davon ab, wie viel Zeit bringt derjenige mit. Und gerade wenn ich nicht so viel Zeit zur Verfügung habe und lieber öfter in der Woche mache, dann würde ich sagen 30 Minuten kurz und knackig. Das heißt, der Traum eines jeden Trainierenden 2-mal die Woche eine halbe Stunde. Damit kommen wir in 4 Wochen wahrscheinlich nicht so weit. Klingt erstmal ganz gut. Da sollte auf jeden Fall die Ernährung natürlich dann auch eventuell mitspielen. Wünschenswert wäre es aber auf jeden Fall mehr als 2-mal die Woche und gerne auch länger als 30 Minuten. Wenn jetzt jemand aber wirklich für mich nur 30 Minuten Zeit hat, dann ist es so. Dann sollte man aber definitiv in Eigenregie vielleicht noch ein bisschen mehr machen. Das heißt, man trifft dich dann im Park oder fährst du auch nach Hause? Genau, ich mache letzten Endes sowohl zu Hause als auch im Park, als auch teilweise bei einigen Leuten zu Hause. Das hängt natürlich ganz stark einfach davon ab, was gerade irgendwie so die Gegebenheiten sind, was auch die Wünsche sind. Je weniger Zeit man hat, desto angenehmer ist es vielleicht, wenn ich zu der Person komme, statt umgekehrt. Aber ja, sehr, sehr unterschiedlich. Sind das dann Trainings ganz nach Wunsch, wo derjenige sagt, oh, ich bin besonders gut im Laufen oder ich bin besonders gut irgendwie in Übungen mit dem eigenen Körpergewicht, aber was anderes möchte ich gar nicht. Also wie individuell sind die Programme, die du zusammenstellst? Genau, das hängt letzten Endes extrem davon ab, was derjenige möchte und kann. Ich bin immer der Meinung, dass man auch Sachen lernen sollte und auch darin besser werden sollte, die man vielleicht nicht ganz so gerne mag. Aber prinzipiell richte ich das definitiv schon danach, was dann auch so ein bisschen die Wünsche sind. Das heißt, man wird definitiv sehen, dass bei einigen Leuten deutlich mehr Körpergewichtstraining dabei ist, bei anderen mehr mit kleinen Geräten, gerade wenn wir jetzt draußen unterwegs sind. Mit anderen Leuten arbeite ich auch komplett nur im Studio mit Langhantel und sonst was. Also das heißt, es ist sehr individuell darauf abgestimmt, was derjenige möchte, ja, und auch kann. Und das heißt, Equipment bringst du im Normalfall auch mit? Genau, also wenn jetzt nicht wie im Studio das Equipment vorhanden ist, bringe ich in der Regel was mit. Und das kann von einer einfachen Matte bis hin zu Slingtrainer, Hanteln, Kettlebells und sonst was reichen, genau. Berätst du auch beim Kauf, wenn es um entsprechendes Equipment geht? Auf jeden Fall, gerade weil es da doch auf jeden Fall Unterschiede gibt. Manchmal lohnt es sich, ein bisschen mehr Geld auszugeben. Manchmal gibt es auch definitiv einfach Ausgaben, wo man sagen kann, da würde wirklich die günstige Variante reichen, ja, also definitiv. Tobias, bevor es hier richtig losgeht, letzte Frage. Und wenn man dann wochenlang mit dir trainiert hat, darf man dann wenigstens Torte essen? Spätestens bei der Hochzeit definitiv. Wisst ihr, wir quatschen ja nicht einfach mit Tobias. Nee. Wir haben einen gewählt, mehr oder minder demokratisch aus dem Team, der heute mit Tobias trainieren darf. Und ihr seht, ich bin's nicht. Benny wird gleich für euch trainieren und wir werden ihn danach mal fragen, wie es ihm dann geht. Wetten nehmen wir gerne entgegen. Danach beginnen wir von vorne. Was? Wie viel sind es noch? Nee. Also, los geht's. Gut, wir starten einmal jetzt mit einem kleinen Aufwärmen. Wir wollen uns einmal so ein bisschen von oben nach unten durchbewegen. Anfangs wird das Ganze gleich so ein bisschen oberkörperlastiger sein. Später kommen wir aber noch zu den Beinen. Deshalb wollen wir uns jetzt einmal wirklich komplett von oben nach unten durchbewegen. Erstmal locker Schulterkreisen. Wir wollen erstmal so einen sanften Einstieg haben. Entweder nach vorne oder nach hinten. Gleich wechseln wir eh noch die Richtung. Genau. Und wir wechseln direkt einmal. Genau, das gleiche umgekehrt. Alles jetzt relativ zügig durch. Das sollte jetzt hoffentlich eher nur angenehm sein, noch nicht großartig anstrengend. Ja.
Läuft. Das ist schon mal ganz gut. Okay, sehr schön. Und jetzt machen wir uns rund. Diese beiden Positionen sehen beide in der Regel richtig schön doof aus. Wir wollen aber einfach nur so ein bisschen die Streckung und danach die Beugung haben. Dann stellen wir als nächstes die Füße so ungefähr schulterbreit auf, versuchen jetzt mit den Fingerspitzen zu den Zehenspitzen zu kommen. Und dann nach oben hin strecken. Schön. Und noch so zweimal auf und ab. Mein T-Shirt ist ein bisschen eingelaufen. Okay, dann machen wir ab jetzt nur noch von hier bis einmal hoch in den Stand. Hände aufsetzen, bis nach vorne in die Liegestützposition. Genau, wir drehen einmal nur mit dem rechten Arm nach oben, kommen wieder runter und drehen mit dem linken Arm nach oben und laufen wieder zurück. Genau, bis du vorne im Stütz bist, wieder drehen, Blick geht mit, sehr schön. Und einmal die andere Seite und ohne umkippen im Idealfall dann wieder zurücklaufen. Sehr schön. Und wir versuchen ganz langsam und kontrolliert im Wechsel die Hände anzuheben. Während du das machst, versuch mal hier so gerade wie möglich zu bleiben. Mach mal weiter. Genau, als hättest du hier so ein Glas platziert. Was trinkst du gerne? Gin oder sowas? Gin Tonic, ja. Genau. Den hast du hier oben draufstehen und willst du nicht umkippen. Eine Sache machen wir noch, dann wechseln wir auch gleich schon zu den nächsten Übungen rüber. Kampf. Vielleicht einmal kurz gleich stretchen. Ja. Ganz kurz, ist gleich wieder gut. Genau, leg mal los und nicht nach hinten, sondern wirklich nur hier jetzt auf der gleichen Höhe auf und ab. Genau, das Ganze einfach nur 10 Mal. Das ist hoffentlich noch nicht so super anstrengend. Trotzdem muss hier schon mal so ein bisschen der obere Rücken arbeiten. Wir sehen, wie sich hier schön die Schulterblätter zusammenziehen. Sehr schön, genau. Gut, dann wechseln wir direkt rüber zum Baum. Als nächstes machen wir weiter hier mit dem Sling Trainer. Ich habe jetzt für heute mal so ein bisschen Sachen ausgewählt, die man eventuell vielleicht auch so zu Hause hat, so ein bisschen gemischt mit Sachen, die man auf jeden Fall ganz gut zu Hause kombinieren kann. Mein Ziel ist es, die Hände Richtung Brust runterzuführen und mich dann wieder hochzudrücken. Erstmal relativ easy. Und Übung Nummer 2, die Ruderbewegung von hier aus nach oben hin hochgezogen. Ich versuche nicht, mich nach vorne zu ziehen, sondern mit der Brust Richtung Baum hin nach oben hin hoch. Sonst macht es auch keinen Sinn. Sonst macht es auch keinen Sinn, genau. Hat der Profi direkt erkannt. Wir gucken einfach mal. 3, 2, 1 und dann kannst du loslegen. So, 5 Sekunden noch, dann wechseln wir auch gleich schon. 3, 2, 1. Okay, sehr schön. Okay, los geht's. Ja, das sollte deutlich zu einfach sein. Dabei kannst du die Füße auf jeden Fall näher rannehmen. Genau. Hüfte hier nach hinten nicht durchsacken lassen. Hier schön eine gerade Linie. Sehr schön, ganz genau so. 3, bisschen mehr zur Brust wieder gezogen. 2, 1 und Pause. Sehr schön. Genau. Und einfach nur zur Seite hin raus. Fast genauso, jetzt aber ohne mich zu treffen. Das wäre fies, wenn du es doch machst. Einfach nur zur Seite hin raus. Ganz genau. Sehr schön. Versuch nicht, dich weiter nach oben zu lehnen. Bleib die ganze Zeit hier in der Position. Danach beginnen wir von vorne. Was? Kannst du noch? Ja, ja. Dann geht's weiter. Gut, 5 Sekunden noch. Ich weiß nicht, wofür wir diese Pause machen. Los geht's. Geht schon los? Ja, geht schon los. Achso. Dann lege ich jetzt los. Hast du bestimmt nicht absichtlich verpasst. Guck mal, ob das immer noch geht. Und wieder hochdrücken. Ja, da wird's schon knapp. Eventuell die Füße vielleicht doch wieder ein kleines bisschen zurücknehmen. Wie viel sind's noch? Jetzt noch 24. Und bleib hier, nicht weiter aufrichten. Sehr schön, jetzt noch 20 Sekunden. Komm, weiter geht's. Und die letzten 3, 2, 1 und geschafft. So, jetzt wird's noch mal ein bisschen kurz und knackig. Wir machen so ein bisschen so ein modifiziertes Tabata-Workout. Tabata steht in der Regel immer dafür, dass wir 20 Sekunden Belastung haben, 10 Sekunden Pause. Wir machen das heute aber nicht mit einer Übung, sondern mit 2 Übungen immer im Wechsel. Das heißt, 20 Sekunden runterschmeißen, 10 Sekunden Pause, 20 Sekunden halten und so weiter. 3, 2, 1 und los geht's. So doll wie du kannst runterpfeffern, aufheben und direkt weiter. Kniebeuge, halten, Ball vor dir, genau, und einfach nur da halten. Da jetzt ganz entspannt durchatmen. Das kann ich den ganzen Tag machen. Das ist gut. Sind aber nur 20 Sekunden. Und los geht's. Sehr schön. Das war Nummer 1. 2. Genau. Versuch währenddessen wirklich entspannt durchzuatmen, um den Puls wieder so ein bisschen runter zu bekommen. Kurz durchatmen und dann beginnen wir gleich von vorne. Ach so, wie viel denn? Wie oft meinst du? Ja. Nee. 6 Mal. Und los geht's. 1. 3 Sekunden noch. Sehr schön. Komm, einen noch hinterher. Sehr stark. Und Pause. Gut. Durchatmen. Und wieder hoch. Los geht's. Kniebeuge halten. Und Pause. Das waren 4 Durchgänge. 2 Stück kommen noch. Dann hast du es geschafft. Weiter geht's. Komm. In Bewegung bleiben. 5 Sekunden noch. Beide Übungen noch ein letztes Mal. So, hör auf. Jetzt komm. 15. Bin ich gespannt. 3, 2, 1. Und los geht's. Komm. Hau noch mal einen raus. 1, 2.
14 und einen letzten und Pause. Sehr schön. Richtig stark. 3, 2, 1. Sehr stark. War leicht. Ja, so siehst du aus. Sehr schön. So, das war's hier mit dem Workout im Park. Vielen Dank, Tobi, an dieser Stelle. Also, du hast mich bekommen. Völlig durch. Irgendwas, was aufgefallen ist, außer meiner konditionellen Schwachheit? Die Vorerfahrung vom Sport hat man dir auf jeden Fall angemerkt. Zumindest was so ein bisschen das Körpergefühl und vor allem auch den Ehrgeiz angeht. Ne? Also den Biss, den hat man dir definitiv angemerkt. Der Biss war da, die Kondition nicht. Die kommt aber vielleicht noch wieder. Vielen, vielen Dank. Wir können es nur allen Brautpaaren, zukünftigen Brautpaaren da draußen empfehlen und den Brautpaaren, die geheiratet haben und vielleicht ein bisschen noch mal gucken müssen. wir geben zurück. Vielen, vielen Dank für den geilen Tag hier heute und haltet euch fit da draußen.